Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, über einen Monat ist es her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, die Zeit vergeht. Und noch bin ich nicht umgezogen. Es passiert erst Anfang März. Das ist aber schon fix. Und da ich gerade momentan im Urlaub bin, hip hip hurra, habe ich mir gedacht, das ist doch wieder mal eine super Zeit, um aufzunehmen. Endlich habe ich auch wieder mal Zeit dafür. Und das will ich auch nutzen, so gut es geht. Jo, inzwischen hat sich ja auch ein bisschen was getan auf unserem Kanal hier, Zockerbraut. Na, wir sind ein bisschen angewachsen, diesbezüglich auch. Herzlich willkommen, ihr lieben Neuzugänger hier bei uns. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Wir uns mit euch auf jeden Fall. Jo, was wollte ich eigentlich machen? Questbedingt. Ich glaube, zu dem Typen wollte man, ne? Zum Lloyd. Ich hoffe halt mal, ne? Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Lebend vor allem, ne? Das wäre die optimale Voraussetzung dafür. Jo, ja, zwecks Umzug, also Anfang März ist es dann beschlossene Sache. Dann geht's ans Eingemachte, dann dürfen wir endlich einziehen, auch die Möbeln und so, ne? Wie es halt mit dem Umzug so ist. Das heißt, ein bisschen Muskelschmalz und so weiter und leider auch ein bisschen wenig Zeit fürs Aufnehmen, bis hin zu vielleicht gar keine Zeit. Oh. Ja, ich bin wieder aus der Übung, man merkt's. So wie jedes Mal. Aber wir haben hier unseren Ray. Ray, du darfst auch mal. Na komm. Au. Ray, hau drauf. Mitlegen. Au. Oje, ich glaube, ich werde sterben schon wieder. Ich wollte aber nicht sterben. Ray, hau ihn weg. Hau ihn weg. Sei ein braver Ray. Na komm, komm. Ah, da kommt schon der zweite. Na großartig. Ich glaube, trink mal was. So. Na komm. So. Weg mit dir. So, den ersten haben wir schon mal. Hurra. So, du Mistviech. Ja, komm. Ja, komm. Ja, der knurrt nochmal, ne? Dann würde ich sagen, looten wir den mal. Der ist klar. Ist klar. Das Looten hat mir nicht gefallen. Überhaupt nicht. Komm her, bist du. Ja, den Stein brauchst du nicht hauen. Ja, super. Da. Wenn man einmal einen Gegner ausloten, kriegst du voll eine auf die Fresse. Boah. Na komm. Zack. 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 Ja, jawohl. Geht ja. So, man braucht nur guten Willen. So, super. Jo, also wie gesagt, 1. März. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, also im positiven Sinne. Freue mich wahnsinnig auf die Wohnung. Ist auch meine erste, muss ich sagen. Und wenn alles nach Plan läuft, jo, nehme ich auch meinen Freund mit. Wenn er sich benimmt. Na, den nehme ich fix mit. Ah ja. So. Dann gibt es auch keine Durchzugsstraßen mehr, weil heute ist wieder die Gefahr, dass eventuell eine kleine Durchzugsstraße entstehen könnte. Jo. Aber ihr wisst eh Bescheid, ne? Ist es gesund, da rüber zu gehen? Irgendwas rennt da drüben. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Ich speichere mal. Da habt ihr recht. Danke fürs Erinnern. So. Jo, auf jeden Fall wollte ich mich noch bedanken bei euch für eure Geduld. Muss mir auch sagen, ne? Nicht, dass ihr mir alle davonläuft. für eure Geduld hier am Kanal zu bleiben, auch wenn jetzt längere Zeit keine Parts ja, auf dem Kanal erschienen sind. Eine Blutkralle, okay, die ist, ja. Ich habe befürchtet, dass sie ungesund sein wird. Ah, warte mal, Blutkrallen hatten wir ja schon. Eigentlich. Ich muss mal was trinken. Da. Auf euer Wohl. Ja, wie geht's? Ja, der Ray hat sie schon schön bearbeitet. Perfekt. Stimmt, die hatten wir schon in diesem, ich glaube, bei die Kleriker war es, ne? Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Halt, was haben wir da? Ein Setzerbrot. Und ein Lager, wie schön. Aber leider nichts zum Ausruhen. Naja, ist ja wurscht. Nehmen wir das ganze Graffel mit. Boah, da ist einiges sanft, das Klopapier auch noch. Boah, wir leben in Luxus. Ja. Man muss sich an den kleinen Dingen im Leben erfreuen. Wie sanftes Klopapier.
So, hierauf? Ich habe keine Ahnung. Das schaut schon wieder aus, als wenn hier jemand wohnen würde. Wieder so eine Gang. So eine Gruppe vielleicht. Ich hoffe, die sind uns freundlich gesinnt. Da oben, ne? Aha. Oh je, ich gehe schon meinen Weg. Ich bin schon weg. Tschüss. Aha, da vorne ist... Achso, nur eine kleine Ratte. Eine Böstratte. Au. Ich tue immer zu früh mit dem Verprügeln beginnen. Das ist nicht gesund. Kann man sie noch looten? Ja, super. Wir müssen da weg. Komm, Ray. Bei Fuß. Bei Fuß. So ist brav. Hä? Was ist jetzt? Warum wird es jetzt schwarz? Oh, deshalb. Boah, da ist schön. Das ist einmal ein schöner Ort. Schaut eher aus wie so ein Berserkerdorf wieder, ne? Halt. Ein Setzerbrot. Komm her. In die Itemtasche. Federvieh. Das schaut nicht wirklich aus, als wenn da jetzt, nee, das dürfte schon von unseren Berserkern hier, ne? Jep, sind Berserker. Man sieht schon an der Kleidung. Jawohl. Gut, da fühlt man sich doch gleich viel wohler, weil der Fraktion möchte ich ja noch nach wie vor mich da anschließen tun. Okay, sie schimpft nicht. Ich wollte es nur probieren. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Aber die Gier war wieder größer. So. Na, gnädige Frau. Moment, wir speichern zuerst. So. Immer schön sichern. So. Hi, ich bin Annie. Bist du hier, um etwas zu spenden? Was? Ja, das ist von so einem schönen Hut. Die glauben alle, wir sind von der Wohlfahrt, ne? Wieso sollte ich etwas spenden? Ja, nein, vielleicht hab Angst. Warum denn? Wieso sollte ich etwas spenden? Du kannst dir sicher sein, dass jeder Splitter, den du spendest, in den Ausbau unserer kleinen Gemeinde fließt. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne für eine bestimmte Sache spenden. Gefällt dir die Dekoration nicht? Oder vielleicht fehlt dir eine Werkbank? Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Also, wie sieht's aus? Cool. Ich liebe solche Sachen. Wurscht, ob es jetzt World of Warcraft war, damals mit der Garnison, die wir aufgebaut haben mit der Draenor-Erweiterung, oder Alex zum Beispiel, da konnte man ja auch beim 1er-Teil zum Beispiel ein Fort ausbauen oder beim, ja, egal. Boah, cool, ich mag sowas. Da spende ich doch gern. Sofern ich was habe. Das ist die Voraussetzung. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Das werden wir gleich sehen. Händler anheuern, das wäre nicht so schlecht. Wie viel haben wir überhaupt? Geld steht nicht da. Werkbank der Kleriker, der Berserker, der Outlaws, natürliche Einrichtung kaufen. Jo, ich würde sagen Händler. Die gebe ich mal aus, die 1000. Ja, das ist immer gut. Da hat doch schon jemand die Bewässerung eingeschalten. Damit es auch grün bleibt. Da, verstehst? Das ist interessant, oder? Man lädt hier Händler ein, ne? Und sofort schlägt das Wetter um. Das ist wieder so ein schlechtes Omen für die Geldbörse, oder? Wie gemein. Aber schön ist es da. Echt, boah. Also mir gefällt's ja. Ich hoffe euch auch. Wo geht's denn hier lang? Aha, scheinbar wieder raus. Ganz raus, raus. Ah, ganz raus, raus, wie noch nicht. Noch nicht. Will umschauen, wäre noch schön. Aber ich glaube, wie viel Kohle haben wir jetzt noch? Moment, ich schau kurz nach. Hey, wir hätten sogar noch 2000. Ja, aber dann sind wir bettelarm. Das ist auch nicht schön. Na, das passt aber schon mal. Vielleicht... Ah ja, Fähigkeiten, ne? Boah, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Wie schaut es mit Fähigkeiten aus? Ich muss mich selber auslachen, es geht nicht anders. Wir haben nichts zum Lernen. Okay, vergiss es. Ah ja, stimmt. Wir haben ja diese Axt hier, ne? Für das haben wir letztens unsere ganzen Erfahrungsgeschichten da hergegeben, ausgegeben.
Ja, so langsam kommt ja die Erinnerung wieder. Ja. Eine Zigarette, ja. Kleiner Energiespeicher. Noch eine Zigarette. Was gibt's denn hier noch? Ein Bettchen. Sollen wir kurz schlafen gehen? Ja, vielleicht. Bis zum nächsten Morgen pennen. Ja, das machen wir. Da, da, da. Seg und Schnarch. Ah, jawohl. Regnet es da gerade beim Dach rein? Na, das ist dicht. Ja, wenigstens das kriegen sie hin. Sehr gut. Dann hat man hier in der Wildnis doch echt gute Überlebenschancen. Ah ja, kochen. Braten uns was Schönes. Haben wir was zum Braten? Starke Knochenmarkbrühe. Ja, wieso nicht? Kochen wir doch gleich. Gebratenes Fleisch wird auch ein bisschen gehen. Braucht man das Fleisch für irgendwas anderes? Hier wird man es brauchen. Hochleistungssuppen. Mhm. Ah, weißt was? Mach mal 15 Stück. Das müsste passen, da war mal. Jo. So machen wir das. Einen Moment bitte. Da musste ich mal kurz ein Hüstelchen loswerden. So, ja. Eine Ratte, die braucht man nicht. Ein Siedler, das freut mich. Wir sind beim neuen Siedlerteil. Siedler Alex heißt der Teil, genau. Eine Verbandstasche nehmen wir mit. Den Krug nehmen wir auch mit, weil er so schön ist. Servus, Händler. Hallo. Meister nicht. Hallo, servus. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Jo, bitteschön. Kettensäbel. Was Sachen gibt's? Handgranaten. Die würden wir gar nicht so teuer, oder? Ja, 10 können wir uns nicht leisten, aber vielleicht nehmen wir so 3 mit. Ha? Ja, ich glaube, das dürfen wir. 3 nehmen wir mit. Amulett des Dienstleisters. Missionen geben mehr Erfahrung. Boah, das ist aber teuer. Aber das wäre halt echt super. Was haben wir überhaupt an? Ah, wir haben sie an. Okay. Haben wir eh. Haben wir da. Das ist schön. Gut, dann das nicht. Ring der Ausdauer. Ich glaube, das kann er sich dabei behalten. Heiltränke. Das wäre natürlich schon was Tolles. Da werden wir den billigen nehmen dabei, oder? Da haben wir noch 10. Da haben wir 10. Da haben wir nur mehr 1. Ich würde sagen, nehmen wir da mal 10. Na, das ist zu wenig. So. Nehmen wir da mal 10 mit und da vielleicht auch 10. Dann sind wir zwar ein bisschen pleite, schon langsam, aber ist ja wurscht. Was hätten wir denn zum Verkauf anzubieten? Schnaps? Wäre sogar was wert. Ah, das ist immer noch kaufen, ne? Hoppala. Entschuldigung, ich wollte Blödsinn gemacht. Das war verkaufen, ne? Das ist das, was wir haben. Stimmt, dann haben wir vielleicht doch gar kein... gar nicht das Amulett. Geschicklichkeit hätten wir da. Scheibenkleister, da können wir mal eine hergeben. Drohnenkontrolle, das ist ein Zauberspruch, ne? Dann lassen wir lieber mal. Die Suppe. Resistenz gegen Strahlung. Wenn wir da 4 hergeben. So, 4. Ist das schon okay, denke ich mal. Drüsensuppe würde ich sagen, geben wir auch mal 3 her. Hochleistungssüppchen. Können wir auch vielleicht 3 hergeben. So, dann haben die auch mal was Gutes zum Essen. Starke Knochenmarkbrühe. Lassen wir mal Schnaps. Hä? War das? Haben wir jetzt schon Schnaps verkauft? Haben wir noch nicht, glaube ich, ne? Dann gebe ich da auch mal 3 her. So wird das nie was. Gut erhaltene Konservendose. Ist auch was Essbares. Bier, Trockenfleisch, gebratenes Fleisch, Wasserfläschchen. Naja, mächtiges. Heilkraut, Seelenkraut, ein paar Graffel hätten wir schon da. Also Alchemie würde sich da echt schon langsam mal anbieten, wenn ich das mal lernen könnte.
Halt, was haben wir da? Hammer. Das ist ein Hammer, Mann. Wir haben auch drei hier. Die können wir auch drei hergeben. Öllampe, da können wir 10 vielleicht hergeben. Beim Besen, wie gesagt, gehen wir auch einen her. Guten Becher gehen wir auch 5 her. Ich lasse von überall ein Stück, habe ich mal gedacht, ne? Ha, 17 Krug, boah, ja. Da kann er auch gleich mal 16 haben. Gute Gabel kriegt er auch, Löffel auch, Messer kann er auch haben, 3. Den von mir aus auch. Alte Münze, ja, da weiß ich nicht, ob es nicht einen Sammler gibt, ne? Die wollte ich eigentlich sparen. Klopapier sanft, das behalten wir auf jeden Fall für uns. Ja, der kann dieses, das raue Klopapier kann er haben. Rau, aber erfüllt seinen Zweck. Ja, das kann er haben. Da geben wir ihm die 28 mal. So, Zigaretten. Ja, Wertgegenstand ist auch ein bisschen übertrieben, oder? Aber ich würde sagen, lassen wir uns vielleicht so circa 20 Stück, falls es mal für eine Quest zu gebrauchen ist. 24 haben wir jetzt, das passt schon mal. So, Springrakete, das Plasmazelle, ich glaube, das lassen wir mal alles für uns. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld, aber es reicht nicht für dieses Schmuckstück. Das ist natürlich schlecht. Waffentechnisch, die Axt ist noch gut, die rostige können wir eigentlich über den Jordan schmeißen, würde ich sagen, machen wir auch, die behalten wir noch. Die Armbrust behalten wir noch, die Granaten, Setzerbogen und ein Schild vielleicht auch noch. Ja, viel ist es nicht geworden, aber wir werden jetzt eher ein paar Quests hoffentlich machen. Hoppala. Ja, Handel abschließen. Ja, passt. Dann wird es schwer. Stimmt. Apropos Schild. Darf ich den überhaupt schon tragen? Aha, Konstitution brauchen wir. Aha, okay. 5 noch dazu, verstehe. War ja so klar hier. Aber haben wir die an? Nein, ne? Ich weiß übrigens immer noch nicht. Jetzt weiß ich, was ich nachschauen wollte. Ha, ha, ha. Ich bin so schlau. Ich wollte nachschauen, wie das nämlich geht mit Munitionswechsel. Das habe ich komplett vergessen. Ja, wenn du den Bogen nimmst zum Beispiel, oder die Armbrust, das kann ich jetzt nicht zeigen, sonst schieße ich aus Versehen jemanden. Das ist bei mir locker möglich. Moment mal. Wo soll's denn hingehen? Lass mich raten. Du bist hier der strategische Offizier. Ach, noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Dann kriegen wir auch keinen Ärger miteinander, klar? War das die Synchronstimme von Lee? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Also von Gothic, ne? Die Synchronstimmen hier sind ja alle, oder viele halt, von Gothic, ne? Man erkennt sie ja auch. Gorn, glaube ich, habe ich auch schon gehört. War das Lee? Ich glaube, das war Lee seine Stimme. Ist ja wurscht. Aber trotzdem, ich mag sowas. der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Sehr charmant. Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja. Für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit. Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden. Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich fragst. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Aber Streuner können unglaublich niedlich sein. Ja, das ist eine Tatsache. Wer hat hier das Kommando? Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers. Ja, wer ist hier der Chef? Wer hat hier das Kommando? Unser Boss? Er ist oben im Haupthaus. Sein Name ist Lloyd. Aber Typen wie du nennen ihn Big Daddy, klar? Geh ihm besser nicht auf die Nerven, rate ich dir. Er hat Besseres zu tun, als mit euch Streunern seine Zeit zu verschwenden. Aber wir wollen zu euch gehören. Wir wollen auch Berserker werden. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen.
Ah ja. Und wie läuft der Job? Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du ordentlich mit an, oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Jawohl, Herr Eckhart. Na, Eckhart, wirklich? Wieso muss ich jetzt da... Ja. An einen bestimmten gezeichneten Film denken. Ja. Für so einen kleinen Bademeister hast du eine ziemlich große Fresse. Boah, wieso Bademeister? Wie gemein. Geht es auch ein bisschen freundlicher? Verstanden. Ja, mach mal auf verstanden. Verstanden. Tatsächlich? Oh, naja, Kälte gestiegen. Das werden wir ja sehen. Oh, nicht gut. Ich wollte eigentlich mal sanft werden, aber das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Wie ist jemand wie du hier gelandet? Wie kann ich dich beim Sichern des Lagers unterstützen? Ja, fragen wir mal blöd weiter, ne? Aber erst im nächsten Part. Ich sehe gerade, die Zeit ist wieder um. Mann. Da krempelt man ein bisschen im Inventar rum und ist schon wieder aus, die Zeit. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich habe es einmal geschafft, in diesem Part noch nicht zu sterben. Für einen Eröffnungspart, für eine Aufnahmesession. Wunder gibt es immer wieder. Die haben auch so einen Hund da hinten. Kann man die echt zähmen? Ich will auch so einen haben. Ist mir gerade aufgefallen. So nebenbei. Auf jeden Fall, ich wollte mich gerade verabschieden. Stimmt, danke. Entschuldigung. Also, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!